Die Sonne kommt raus und wir fliegen heute nach Paris. Und zwar geht es heute um 4D-Technologie. Was das heißt, werde ich dir in diesem Video erklären. Aber jetzt nehme ich dich erstmal mit, weil das Uber ist schon unterwegs. Bis gleich. So, die Sonne scheint immer noch und wir sind jetzt im Uber und ich erzähle euch jetzt mal, worum es geht. Und zwar am 31. März, irgendwie mitten in der Nacht, habe ich eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, ob ich Bock habe, noch zu einem kurzfristig nach Paris zu fliegen, zu einer Eröffnung von einem 4D-Cinema oder zu einer Premiere von einem 4D-Film. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn euch jemand kurz vorm 1. April schreibt, ja, hast du Bock, irgendwie mitzukommen, auch ein cooles Angebot irgendwie, dann wird man erstmal skeptisch. Und ich habe dem geschrieben, ja, du weißt schon, dass gleich der 1. April ist und so. Und er so, nee, das ist wirklich ernst. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Und dann hat sich bei mir hat er mich noch connected mit so einem Mädel aus Seoul. Die arbeitet für eine Firma, die quasi 4D-Filme produzieren und dafür eine ganz besondere Technik haben. Und ich habe mir gedacht, das ist ja auch spannend irgendwie für mein Business, weil ich habe sogar mal überlegt, so mit Virtual Reality was zu machen, vielleicht so Kurse aufzunehmen mit 360-Grad-Kameras. Und ich würde mir das auf jeden Fall mal ganz gerne anschauen. So, dann hat sie mir davon erzählt und ich habe immer noch gedacht, das ist ein Scherz, ganz ehrlich. Aber irgendwann, dann hat sie gesagt, ja, sie würde uns Tickets buchen und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, alles klar, ihr meine Daten geschickt und habe ich gesagt, ich würde gerne auch den Nassi mitnehmen, der mir ein bisschen beim Filmen hilft. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, alles klar, hier sind deine Tickets. So, und jetzt geht's nach Paris. Ausgeschlafen. Jetzt geht's los zum 4DX oder 4DX Kinostart und ja, wir fahren mal wieder mit dem Uber, weil wir ganz am Ende der Stadt sind, deswegen auf der Fahrt haben wir noch ein bisschen Zeit, dann erkläre ich euch ein bisschen, worum es da geht und ganz wichtig, ich verrate euch auch, was für ein Film das denn heute ist, den wir gucken werden. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Kino und ich habe mich jetzt mal erkundigt, was ist denn das überhaupt? 4DX, es ist halt, klar, ihr habt vielleicht schon mal ein 3D-Kino gesehen und da geht es halt irgendwie darum, dass man alles erstmal in 3D sieht, was cool ist. Mega cool finde ich das schon. Und jetzt bei 4DX kommt noch ein paar Sachen dazu und zwar, ich habe es hier mal rausgesucht, also es gibt noch Umgebungseffekte, sowas wie Wasser. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber spritzt irgendwo Wasser raus. Dann Wind. Nebel, Schnee steht hier sogar, wie soll das denn bitte funktionieren? Und die Sitze, die bewegen sich so dreidimensional in alle Richtungen und vibrieren. Also wenn dann jetzt mal, nehmen wir jetzt mal so einen Horrorfilm, wenn irgendwie so ein Insekt oder sowas durch die Gegend läuft, dann vibriert vielleicht auf einmal der Sitz. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich da ziemlich erschreckt, ehrlich gesagt. Und dass es ziemlich verrückt ist. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe gerade mal geschaut, was das für ein Film ist, den wir da schauen. Der heißt Ready Player One. Und das ist ein Steven Spielberg-Film und ich bin voll der große Fan von Zurück in die Zukunft. Und ich mag auch so eine Serie wie Black Mirror zum Beispiel, wo es auch darum geht, in so virtuelle Realitäten abzutauchen. Ich freue mich jetzt einfach, ja, diesen Film zu sehen und werde euch dann auch mal erzählen, wie sich das anfühlt, ob das irgendwie wirklich ein ganz krasses Erlebnis ist, ob man das wirklich, ob das viel tiefer geht, als jetzt einen normalen Film zu schauen. Ja, und ob ihr sowas mal ausprobieren solltet. So, wir sind angekommen und ich stehe jetzt hier vorm 4DX Kino in Paris. Ich habe mich übrigens mal erkundigt, es gibt in Deutschland tatsächlich noch gar keins. Also wenn ihr da mal irgendwie sowas machen wollt, dann müsst ihr einfach mal fragen bei den deutschen Kinobesitzern. Und ja, wir gehen jetzt mal rein. So, wir sind jetzt im Kinosaal angekommen und ich zeige euch einfach mal hier, wie das ausschaut. Also im Endeffekt sieht jetzt erstmal aus wie eine ganz normale Bank, würde ich sagen. Schon sehr bequeme Sitze, ein bisschen höher sind die. Hier unten sieht man quasi, sind so Fußstelzen und hier kann man das sehen, glaube ich, hier ist so ein kleines Plastikteil. Ich denke, dass das Plastikteil dafür da ist, dass man
Berührung spürt. Da wird wahrscheinlich Luft reingepumpt und dann merkt man das auf einmal an den Beinen. Und ich habe das einmal in so einem 3D-Kino gehabt, in so einem Freizeitpark oder so. Und das war total scary, wenn man auf einmal eine Berührung am Fuß spürt. Diese Stelzen, ich denke mal, das ist deshalb, weil sich der Sitz wahrscheinlich auch nach hinten und nach vorne so ein bisschen bewegen kann. Und ja, ansonsten hier gibt es noch einen Knopf. Wofür ist das? Water on oder off? Ah, okay, man kann also einstellen, ob das Wasser an sein soll oder ausgeschaltet. Also für die Leute, die sagen, das Wasser ist ihnen zu viel, das kann man auch ausschalten. Wo kommt das Wasser wohl raus? Keine Ahnung, das kann ich mir noch nicht vorstellen, aber bin ich einfach mal gespannt. Ja, hier gibt es noch ein paar Snacks und es gibt eine 3D-Brille. Also es funktioniert auch ganz normal mit einer 3D-Brille, das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Und dann kommen einfach noch die zusätzlichen Effekte dazu. Alles klar, hier wird schon langsam alles aufgebaut und gleich gibt es eine ganz kurze Ansprache und dann geht's los. Die ersten Leute haben sich schon eingefunden und alle sind, glaube ich, ziemlich gespannt auf das, was jetzt hier noch passieren wird. Und ja, ich bin auch mal gespannt. Hey. Wer ist denn hier? Abgefahren, Mann. Alles klar, Mann. Freut mich. Ja, Mann. Okay, Leute, ich habe jetzt hier gerade einen italienischen YouTuber getroffen, Yaki Dada heißt. Ich komme einfach mal rüber. So, hey. Buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao. Yes. Guten Tag. You still? Yes? Okay. Perfect. So, are you excited about the movie? Sì, tanto. A lot. Are you scared or excited? Like? I don't know. We will see. Okay. Also checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal aus, wenn ihr das Video von ihm noch sehen wollt. The camera will take closer your face. Okay. No problem. Sag, was hast du? Bist du aufgeregt? Ich bin so dermaßen aufgeregt, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Vielleicht passiert doch was. Warst du schon mal im Kino? Ist. Warst du schon mal im Kino? Noch nie, das sind bewegende Bilder, habe ich mir sagen lassen. So, es geht los. Wir sind ravis de vous accueillir pour cette célébration des 500e Salle 14. So, thank you everyone so much for taking the time to attend. Freunde, ich habe jetzt herausgefunden, wo das Wasser rausspritzt, und zwar hier. Also, das sind zwei Sachen. Da kommt Wasser und noch irgendwas anderes, wenn man dann herausfindet. Also, was ich bisher am coolsten finde, ist, im Rücken kommt die ganze Zeit irgendwie so eine Berührung. Und dann hier unten ist dieses Ding, was die ganze Zeit hin und her fliegt. Und dann, wenn dann am geilsten ist halt, wenn irgendwie Wasser oder sowas kommt. Also es ist echt. Und auch der Wind, es fühlt sich echt wirklich echt an, als wenn du da jetzt quasi sitzt in dem Auto und damit fahren würdest. Echt gut gemacht. So Leute, ich bin jetzt gerade aus dem Film rausgekommen und es ist echt eine ganz neue Erfahrung für mich gewesen. Ich habe am Ende richtig Gänsehaut gehabt. Das ist auch ein toller Film, Ready Player One. Mega geiler Film. Also ich bin so ein alter Fan von Zurück in die Zukunft und ich mag auch Serien, Science Fiction und alles Mögliche. Und ich bin echt total geflasht. Also ich hatte so nach so ein paar Minuten das Gefühl, auf einmal bin ich voll in diesem Film drin gewesen. Und ich habe das wirklich selten, dass ich auch so fokussiert bin und einfach, weil du spürst die ganze Zeit Sachen, du siehst die Sachen und irgendwann vergisst du total, dass du noch im Kinosaal sitzt. Also sowas bei mir auf jeden Fall. Und das ist dann einfach wie in so eine ganz neue Welt abzutauchen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, bei sowas mitzumachen, dann schaut euch das mal an. Auch den Film auf jeden Fall, guckt euch den an. Das hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Ich muss erstmal runterkommen jetzt. Und ja, ich sag mal so. Denk dran, du hast nur ein einziges Leben und in diesem Film kam auch am Ende das Fazit so ein bisschen, lebt nicht nur in der virtuellen Realität, sondern vor allen Dingen natürlich auch in der Realität. Aber schau dir das mal an, um einfach zu sehen, was möglich ist. Bis dann, dein Alex, und gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch.